mache ich gerade eine Ausbildung zum Luftverkehrsassistenten. Willst du mal reinschauen? 24, die sind analog zu den 24 Stunden des Tages quasi strukturiert. Die Schule für Touristik hat seit 1988 tausende Teilnehmer für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn in der Touristik und im Luftverkehr aus- oder weitergebildet. Die Teilnehmer lernen in einem kleinen Klassenverband. Hier in den Ausbildungen zum Luftverkehrs- oder Touristikassistenten über 2 Jahre. Unterrichtet werden sie von engagierten und praxiserfahrenen Lehrkräften, die unsere Schüler erfolgreich auf die staatliche Prüfung vorbereiten. Dabei liegt die Erfolgsquote unserer Schüler bei Prüfungen in allen unseren Kursen bei 85 bis 95%. Darauf sind wir stolz. Und besonders attraktiv ist auch, dass die Ausbildung zum internationalen Touristikassistenten auf den weiterführenden Studiengang der Fachhochschule Worms angerechnet wird. Ich habe mich hier für die Schule entschieden und für die Ausbildung zum Luftverkehrsassistenten, weil mich zum einen die Branche an sich, die Luftfahrtindustrie, sehr interessiert. Zum anderen bietet diese Schule reichlich Möglichkeiten, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Warum ich mich für diese Ausbildung entschieden habe, ist, weil ich schon immer in der Luftfahrtbranche einsteigen wollte. Was mir hier auch sehr gut gefällt, ist das halbe Jahr Praktikum, was hier gemacht wird. Weil einen tieferen Einblick in die Arbeit bei einer Airline kann man gar nicht bekommen durch dieses Praktikum. Ja, mir gefällt, dass man mit der Ausbildung am Flughafen individuell eingesetzt werden kann. Die Schüler sind in unserer Klasse wirklich, wirklich gute Freunde geworden. Also es ist nicht so, dass man sich wirklich nur hierher quält und sein Ding durchzieht, sondern es ist wunderbar, man trifft sich nach der Schule, man lernt zusammen. Viele Schüler, die hier waren, hatten direkt die Chance, dass sie im Praktikum zum Teil Vorverträge bekommen haben oder die Ausbildung so gut und fundiert war, dass die Airlines nach der Ausbildung direkt Leute abgeworben haben. Also die Ausbildung würde ich ganz klar weiterempfehlen. Auch die Weiterbildung zum IHK-Tourismusfachwirt und zur staatlich geprüften Betriebswirtin Fachrichtung Touristik wird angeboten. Bei uns können diese beiden anerkannten Abschlüsse neben der beruflichen Tätigkeit erlangt werden. Auch diese Absolventen begleiten unsere kompetenten Dozenten sicher durch ihre Prüfungen. Außerdem können sich hier Mitarbeiter von Fluggesellschaften nebenberuflich auf die IHK-Prüfungen für Servicekaufleute im Luftverkehr und Luftverkehrskaufleute vorbereiten lassen. Wenn du dich für diese Ausbildung an dieser Schule entscheidest, sehen wir uns ja vielleicht mal in der Kantine. Bis dann, ciao.